Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zum Medieval Monday zu Mount & Blade 2 Bannerlord, was wir ja jetzt wieder ein bisschen intensiver spielen, gerade im Stream mal wieder, ne, live auf Twitch. Wenn ihr Lust habt, das nächste Mal nicht nur auf YouTube nachzuschauen, sondern auch live dabei zu sein, dann folgt mir einfach gerne mal auf Twitch, dann seht ihr auch, wenn ich da online bin. Wir haben in den letzten Folgen es geschafft, zum Söldner zu werden für das Solanische Königreich, ne? Und das würde ich jetzt gerne heute ein bisschen weiter verfolgen, jetzt in den nächsten Folgen quasi. Und da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen kämpfen und dann könnten wir es tatsächlich schaffen zum Vasallen von Vlandia. Und dann müssen wir es nur irgendwie hinbekommen, noch eine vlandische Burg auch zu bekommen. Ne? Die sind zwar alle gerade noch im vlandischen Besitz, aber vielleicht schafft es ja irgendwie Batania oder sowas, eine Burg oder eine Stadt einzunehmen. Und dann werden wir Vasall und erobern sie dann zurück mit der Hilfe von allen anderen. Und bekommen sie dann hoffentlich zugesprochen. Das wäre nämlich ganz cool. Wir gucken jetzt aber erstmal, weil natürlich das Kämpfen auch irgendwie wichtig ist, würde ich jetzt einfach mal da Karlatild folgen. Hallo. So, na, dann können wir uns direkt einer Armee anschließen und dann mal gucken, dass wir uns da noch ein bisschen beweisen in den Kämpfen. Wir haben, ich glaube, die eine Werkstatt ist relativ neu, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Werkstätten gekauft. Die eine dürfte relativ neu sein. Ich hoffe, dass wir da auch... Okay, da unten geht der nächste schon zur Belagerung. Dass die Werkstätten sich dann auch bald mehr anfangen zu lohnen, dass wir immer weniger Minus machen, ne? Und dann unsere Truppen ein bisschen gegenfinanzieren können. Ich schließe mal hier der Armee an, weil die belagern hier gerade die Burg. Und ich hoffe, dass die hier nicht zu groß werden. So, das bedeutet, ich behalte mal kurz die Leertaste im Anschlag und spule mal ein bisschen vor. Weil wir haben, gut, jetzt kommt Karlatild, da dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Aber wenn die hier zu groß werden, dann sollten wir tatsächlich gucken, dass wir wegkommen. Weil wir ansonsten das Problem haben, dass wir, naja, draufgehen, ne? Und dadurch, dass ich den Ironman-Modus anhabe, aber jetzt schließen wir uns erstmal der laufende Belagerung an. Ne? Also geht sehr schnell, Folge gerade losgelegt. Und direkt geht's los mit der ersten Belagerung. So. Und bei Belagerung übernehme ich aber nicht das Kommando über eine Teilstreitkraft. Das ist da immer ein bisschen... Da kämpfe ich lieber so irgendwie. Sergeants in charge! Warum sind denn meine Truppen schon hier vorne? Das ist ja Aramedic. Gib auf dich acht. Gib auf dich acht, Sir Aramedic. Wir brauchen dich noch. Wer läuft da denn? Oh, ich vergesse die ganze Zeit, wie krass der Pfeil immer nach unten zieht. Aua. Von da hinten werde ich auch beschossen. Aber die werfen doch Speere. Die können. Warum fliegen denn die Speere besser als die Pfeile vom. Oder die Bolzen von der Armbrust? Oh, nach da hinten treffe ich nicht. Nach da auch nicht. Aber das lag jetzt gerade nicht an mir. Das lag jetzt gerade tatsächlich daran, dass der Pfeil halt nach links gedriftet ist. Durch meinen noch nicht so guten Armbrustskill. Aber ab und zu mal treffen wir doch mal einen Bolzen. Los, Männer, stürmt die Mauern! Zeigt ihnen, wer der Boss hier ist. I'm the Bau. Ja, gut, Sir. So, dann gucken wir mal. Können wir zu... Warte mal, wo ist er denn? Okay, wir kommen glaube ich nicht zur Aramedic. Warte, dann mache ich es anders. Dann gucken wir uns so die Schlacht an. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Weil irgendwie hat mich dann doch der Speer getroffen. Ist ein bisschen scheiße, aber dann können wir uns wenigstens mal so die Schlacht anschauen, ne? Hier stürmen die Männer die Mauer und kämpfen sich den ersten Brückenkopf auf der gegnerischen Mauer. Sie haben keine Chance. Los, Männer, macht sie fertig. Das sind gar nicht unsere Männer, aber egal. Macht sie trotzdem fertig. Schnell, da kommt Verstärkung, die Mauer hoch. Haltet sie auf. Wir brauchen mehr Leute auf den Mauern. Nicht zu nah an die Kante stehen. Ah, da kommt Verstärkung. Sehr gut. Aber warum greifen die denn auch immer? Das verstehe ich nicht. Die greifen immer ohne Belagerungsgerät an, auch wenn das Tor hier offen ist. Warum auch immer.
Oh nein. Der war ganz mutig. Der war genauso mutig wie ich gerade. So, weshalb ich jetzt hier nur diese Schwenkkamera habe, ne? Ah, jetzt sehe ich hier. Okay. Hier ist hier ein bisschen ein Problem. Aber egal. Das kriegen wir hin. So. Na los, das ist Milize. Nieder mit ihm. Jetzt haben wir nur ein Problem, wenn sich wieder jemand in die Mauer backt, ne? Das hatten wir das letzte Mal ja irgendwie 2-3 Mal. Aber das ist diesmal glücklicherweise nicht passiert. Wir haben gewonnen! Juhu, schick den Arzt zu mir! Los, ich liege hier auf dem Boden! Schick den zu mir, na los! Na, gucken wir mal. Wir haben einen Schwertkämpfer verloren, ansonsten niemanden. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir uns schon richtig vorgestellt wurden. Ihr habt gerade mein Leben gerettet. Was? Ich bin direkt gestorben. Mein Leben gerettet und ich weiß immer noch nicht, wie er eigentlich heißt. Ich heiße Eral. Schön, euch kennenzulernen, Eral. Ich heiße Belgier und ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich wissen. Na, das machen wir doch gerne. Hier haben wir ein paar Lederhandschuhe. Ich glaube, mit dem gehen wir dem hier mal, ne? Der hat noch nichts. Der hier ist übrigens noch frei als Community-Name. Der wird dann wahrscheinlich Kommandant unserer Infanterietruppen. Aber warte, dann kriegt er noch vielleicht den Helm, ne? Das sieht ja super aus. Sehr gut. Okay. Na gut. Wir verbleiben erstmal weiter in der Armee, die sich gerade aufgelöst hat, offenbar. Dann gehe ich mal lieber hier rein. Aber das, dann nutze ich gerade mal die Chance, weil wir haben jetzt hier, das ist zwar jetzt eine von diesen, ich nenne sie mal römischen Burgen, aber hier, so sieht dann so ein Fürstensaal aus, ne? Das ist halt schon cool. Du kannst hier drin zwar kaum was machen, du kannst, glaube ich, so ein Spiel spielen, das ich bis heute nicht verstanden habe, so ein Brettspiel, und hast dann eben hier die hier hinten an die Küche und so weiter. Da kann man dann wenigstens, man könnte ein cooles Thumbnail machen. Allerdings mache ich die ja mittlerweile KI generiert, deswegen. Aber vielleicht kann man so dann irgendwie mal ein Dingens machen. Oh, man sieht mein Leben dann gar nicht. Oh, das ist doof. Das ist doof. Ich glaube, ich lasse es aber trotzdem auf der Seite, weil auf der Kampagnenkarte ist es dann ein bisschen besser. Und ich meine, ihr seht ja, wenn ich tot bin, habt ihr, ne? Habt ihr auch gerade mitbekommen. So, und dann guckt man hier mit gelangweiltem Blick, ne? So streame ich immer jeden Abend, dann hocke ich immer da, so. Und dann... Und dann warte ich darauf, dass irgendwelche Leute da sind und so. Und dann rede ich einfach so mit denen, ne? So wie sich das gehört. Nee, Quatsch. Ich stehe mal wieder... Ich stehe mal wieder auf. Ah, mit F auch, okay. Was halt auch cool ist, ne? Hier stehen dann auch die ganze Zeit immer wieder Wachen rum und so. Und einzelne Leute, die so tun, als könnten sie... Kollege, dein Buch ist leer. Also damit kannst du es niemanden beeindrucken, ne? So tun, als wären wir hier hochgebildet. Also wirklich. Und dann hält er einfach so ein leeres Notizbuch in der Hand. So, wer bist du? Artamund. Okay. Na cool. Und dann hat man natürlich noch die Burg selbst. Die römischen Burgen sind... Oh, sorry, Aramäthik. Sorry, ich wollte nicht umrennen. Dann haben wir hier natürlich noch die normalen Burgen. Ich finde auch die römischen Burgen gar nicht mal so schlecht. Aber ich will unbedingt so eine landische Burg, weil das ist halt wirklich so eine richtig mittelalterliche Burg. Deswegen werde ich wahrscheinlich hin und wieder was machen, wo einige Leute dann ein bisschen getriggert werden. Weil ich lehne meistens dann erstmal, wenn ich es tatsächlich zum Vasall geschafft habe, lehne ich erstmal ab, Burgen zu bekommen. Einfach aus dem Grund, weil ich dann halt warte, bis eine landische Burg frei wird. Na? Viele sehen das ein bisschen ein bisschen kritisch, so kann ich auch verstehen, weil ich meine, Burg ist eine Burg, ne? Aber nichtsdestotrotz will ich halt eine vlandische Burg haben. Aber dazu müssen wir auch warten, bis eine vlandische Burg eingenommen wird. Deswegen helfe ich da auch nicht bei Verteidigungen oder sowas. Wobei ich habe jetzt hier auch nicht unbedingt bei der Belagerung geholfen, weil ich halt sofort draufgegangen bin. Aber haben schon gut aufgeräumt, ne? Die waren ziemlich schnell jetzt. Und so eine Stadt ist da natürlich nochmal ein bisschen sehenswert. Da gibt es nochmal ein bisschen mehr zu sehen. Sieht gemütlich aus, das finde ich auch. Sollen wir mal gucken,
Wobei eigentlich sind die anderen gerade alle hier, ne? Vielleicht ist es gar nicht so gut. Was wir aber versuchen könnten, wobei da habe ich noch nicht genug Geld für, ne? Ich warte jetzt erstmal ein bisschen hier. Weil ansonsten könnten wir nämlich einen von unseren Gefolgsleuten auch mal beauftragen, eine eigene Truppe zu gründen, sozusagen. Aber das ist halt... Da, ich gehe mal... Ich schließe mich da mal wieder an. Ja, diesmal ist es Kalatilt. Okay. Weil dann haben wir nämlich mehr eigene Truppen und damit können wir dann auch eine kleine Armee dann irgendwann zusammenbauen. Und dann quasi eigenverantwortlich anfangen, irgendwelche Burgen zu erobern und sowas. Aber die gehen jetzt gleich aufs Volle, ne? Hier direkt noch eine neue Stadt und so. Mit 225 Verteidiger, da bin ich mal gespannt. Mitkämpfen können wir wieder, allerdings erst mit 37%, wahrscheinlich so 45 bis 50, bis die angreifen. Die greifen ja immer ziemlich schnell an. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Die sollten halt wenigstens mal den Rambock fertig bauen, dass man halt das Tor angreifen kann. Eine Rebellenfraktion wurde in Vlandia gegründet. Sie werden beim Clan der Cortain, der Corton wahrscheinlich, geführt. Die Rebellen, das ist ihr Land und so weiter. Na gut, diesmal sind sie ein bisschen, ne, sind sie ein bisschen cooler dran. So, in dem Fall greifen wir jetzt an, wenigstens mal mit einem Rambock und einem Belagerungsturm. Und mit 56 Leben. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? So. Auf geht's, Männer! Warte, ich steig schon mal wieder ab. Hallo? Und versuche mich mal hier so einigermaßen zu halten. Aber die haben, guck mal, die haben so ein Katapult. Das haut halt richtig rein bei uns in die Truppen. Und die schießen hier aus den Schießscharten raus. Und in den Schießscharten treffe ich die nie. Mit dem niedrigen Armbrustskill, den wir bisher haben, treffe ich die nie in den Schießscharten. Na, ein bisschen niedriger. Immerhin einen Pfeil, ne? Eigentlich will ich die vor allem treffen, weil die mich halt heilen, ne? Pro Treffer. Kann ich hier vielleicht durchschießen? Warte mal. Nee, kann ich nicht. Vielleicht von weiter hinten. Boah, die sind halt... Das ist halt das Doofe bei Belagerung. Man hängt halt so lange draußen rum und kann eigentlich nicht so richtig kämpfen. Weil man die ganze Zeit von allen möglichen Seiten angeschossen wird. Ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren, letzten Endes, ne? Die verteidigen sich auch nur. Aber du hast halt wirklich, du musst halt... Oh, unser Belagerungsturm ist schon kaputt, so wie es aussieht. Bisschen höher noch. Ich versuche mal da oben hin, warte. Ah, okay, da komme ich gar nicht hoch. Na gut. Ich glaube, ich versuche mal da hinter diese Barrikade zu kommen. Und vielleicht schützt uns der Belagerungsturm vor den Typen hinter den Schießscharten. Ist eigentlich ganz geil. Aber wir haben auch keine Ersatzleiter mitgenommen, ne? Das heißt, wir kommen auf der Seite jetzt gar nicht mehr hoch. Aber da schießen sie wieder. Hier schießen sie auf uns. Aber die sind halt auch gut, ne? Mit den Schilden und so. Na, doch nicht. Okay. Haben wir doch getroffen. Okay, ich will mich eigentlich nur ein bisschen heilen. Na, den treffen wir nicht, so wie es aussieht. Ah, oh, direkt aufs Schild. Aua. Der steht doch so frei.
Okay, wir treffen ihn schon auch, aber er hat halt die ganze Zeit sein Schild da vorne, ne? So eine Frechheit. Warum traut er sich, sich zu verteidigen? Geht ja mal gar nicht. Okay. Aua. Wie sieht's hier aus? Ich muss erstmal nachladen. Das habe ich irgendwie vergessen gerade. Und dann noch mit meinem Aim, weißt du? Aber das ist auch schwierig. Mit der Armbrust, ne? Mit diesem schnellen Verlust an Pfeilhöhe. Und das richtig einzuschätzen. Dann noch trotzdem noch ordentlich zu zielen dabei. Bisschen niedriger. So, jetzt hat es aber auch auf mich abgesehen. Oh, der hat mich getroffen. Nee. Der war daneben. Oh, das blöde Schild. Aber ich glaube, mit so einem Schild kann man eigentlich auch nicht so richtig Bogen schießen, oder? Also in echt jetzt, meine ich. Haben sie den Rambock etwa auch kaputt gemacht? Den haben sie auch kaputt gemacht. Okay, wir haben nur diese zwei Leitern. Nur mit den beiden schaffen wir es auf die Mauern. Aber wenn ich da jetzt hinrenne, bin ich tot. Aber ich habe auch nur noch 5 Pfeile, ne? Gleich müssen wir eh irgendwas anderes machen. Oh, guter Treffer. Kommt schon, Männer! Stürmt die Mauern! Öffnet die Tore, dann können wir euch Verstärkung schicken. Los geht's! Ein Schuss noch, den ich wahrscheinlich versemmeln werde. Warum ruckelt es jetzt so? Das ist jetzt gar nicht geil, gut. Okay, ich glaube, es geht's wieder. Wenn wir es auf die Mauer schaffen, da sind so Pfeileimer. Da können wir uns neue Munition holen. Warum ruckelt es denn jetzt so? Ich habe Angst, dass das Spiel gleich abschmiert, ehrlich gesagt. Bin ja gar nicht gewohnt. Dass bei mir überhaupt irgendwas ruckelt. Das war schon lange nicht mehr so. Aber hier geht's auch wieder, ne? Nur auf dem freien Feld war das jetzt irgendwie. Komm, wir gehen mal da hinterher. Wir werden hoffentlich nicht von der Seite runter... Ah, okay, die sind aber schon oben. Wahrscheinlich können wir gar nicht mehr so viel machen, ne? Kollege, wenn du jetzt einen fahren lässt, ich sag's dir. Auf die Mauern! Drängt sie zurück! Wir haben viel zu viele Leute verloren. Guck dich mal die Balken da oben an. Oh, was ist das? Alter. Alter Schwede, okay. So, gib mir mal ein paar... Hallo? Warum kann ich da... Also bevor jetzt einer sagt, es liegt daran, dass es Bolzen sind, die ich verschieße und dass da das im Fass halt Pfeile. Daran liegt es normalerweise nicht. Es geht eigentlich bei beidem. Hier sind alle weg. Okay, jetzt sind alle weg. Wir haben gewonnen! Jawohl! Für Blandia! Für Blandia!
Jawohl, Männer! Aber zu welchem Preis? Oh, gar nicht mal so viel. Also sind schon extrem viele gestorben, ne? 472 sind gestorben. Aber wir haben glücklicherweise also nur einen Schwertkämpfer eingebüßt. Damit kann ich leben. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen, Eral. Ich bin euch zutiefst dankbar. So, was haben wir hier? Die kriegt mal hier der andere. Stahlbanner. Verringert erlittenen Schaden durch Nahkampfangriffe. So, die haben alle schon Banner. Dann kriegt der hier das andere Banner. Fertig. So. Und die nächste Stadt eingenommen. Ist hier gerade zufällig ein Turnier? Warte mal. Ah, nee, leider nicht. Na gut. Aber ich sollte mich mal ein kleines bisschen erholen, ne? Ortizia wird auch belagert, aber nicht von uns, so wie es aussieht. Vielleicht versuche ich mal bis nach Sargot wieder zurückzukommen. Wobei, weißt du was? Ich meine, letzten Endes, wir leveln mal unsere Truppen nochmal ein bisschen. Gerade hier die Armbrustschützen. So. Ich meine, wir laden ja auch so wieder Leben auf, ne? Können wir dann auch weiter in der Armee reisen. Essen haben wir noch ordentlich. Komm schon, Belgier, ich will zu dir. Was ist unser nächstes Ziel? Ah, zurück nach Lageta. Aber das kostet uns halt auch alles Geld, ne? Die Werkstatteinnahmen performen ehrlich gesagt nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Reis zum Belagern. Warte. Komm, dann gehen wir mal dahin. Wir könnten auch Dörfer überfallen und sowas für Essen, aber das finde ich irgendwie immer ein bisschen doof. Oh, oh. Nein! Ich bin mir nicht ganz... Oh, nein, nicht da hoch. Nicht den hinterher. Ich glaube, ich bleibe bei Belgier. Da scheint es mir sicherer. Ich gucke nochmal in Lageta, ob da vielleicht irgendwie ein Turnier oder so stattfindet. Weil irgendwas müssen wir machen, um mehr Geld zu verdienen. Schon wieder eine Rebellenfraktion. Aber von Daytir, ist Daytir nicht auch der Clan vom Dings? Vom König? Warum sollte denn der Königsclan gegen sich selbst eine Dings machen? Eine Fraktion. Ah doch, warte, die kriegen wir. Nicht hier. Na kommt her, ihr Plünderer. Endlich mal wieder ein Gegner, gegen den ich schaffe. So, und da wir da keine große Taktik brauchen. Außer die Kavallerie, die kommt natürlich zu mir. Männer mir nach! Wir flankieren sie! Bringt ihnen Recht und Ordnung! Dieses Banditenpack! Ich glaube, man kann tatsächlich sogar Gegenden auch quasi sicher, also deutlich sicherer machen. Und es hat dann sogar Auswirkungen auf den Wohlstand der Dörfer und sowas, ne? Wenn man da viele Banditen und so bekämpft. Und wir wollten eigentlich ein neues Pferd. Ah ne, wobei das Pferd, das geht jetzt wieder. Finde ich. Aber das andere hat dann irgendwann angefangen zu lahmen. Das war ein bisschen doof. Hätte Philipp lahmen, nee, aber. Na? Aua! Auf, Männer! Auf sie mit Gebrüll! Oh, ich vermisse diese Voice Soldiers Mod. Die war so gut. Da hast du dann halt so geschrien, so zum Angriff und also ne, so bring them hell und dann so die ganze Truppe so bring them hell, attack! So, das war richtig, richtig cool. Und je größer halt die Truppe, desto geiler wurde es tatsächlich. Weil halt immer mehr Leute dann auch wirklich
wirklich quasi mitgebrüllt haben und so, während dann die Armeen aufeinander zugerannt sind. Das hat tatsächlich echt Laune gemacht. So, den Schwertkämpfer würde ich erstmal so lassen, ne? Aber wir müssen wieder ein bisschen plündern und so. Wieder ein bisschen Geld verdienen. Und das Gute ist, wir kriegen auch Zahlungen in unserem Söldnervertrag, auch wenn es nur Plünderergruppen sind, die wir töten. Oder halt zur Strecke bringen, ne? Das ist ganz geil eigentlich. Oh, wir haben sogar ein kleines Plus gemacht. Wegen dem Söldnervertrag allerdings hauptsächlich. Also die Werkstätten sind ein bisschen enttäuschend gerade, muss ich ehrlich gestehen. Aber gut. Jetzt handeln wir erstmal. So. Die brauchen wir nicht. Hier dürften wir eigentlich auch alles haben, was wir brauchen. Und Essen haben wir auch noch. Dann bekommen wir immer 2200. Ein Turnier gibt es hier nicht, leider. Ich gehe mal noch mal ganz kurz nach einem Turnier schauen, ne, dass wir zwischendurch hoffentlich einen wertvollen Gegenstand nochmal bekommen und den dann nochmal verkaufen können. Dass wir dann ein bisschen Puffer haben, um am Krieg teilzunehmen. So. In dem Turnier beitreten. Ein Eisenhut, der könnte was wert sein. Achso. Und dann setze ich natürlich erstmal auf mich. Weil bei Turnieren gewinnen, das kann ich. Einigermaßen jedenfalls. Na komm her! Ich lasse euch nicht gewinnen! Und weg mit dir! Oh, unser anderer Kavallerist hat kein Pferd mehr. Aber einer von denen jetzt halt auch nicht mehr. Beziehungsweise die haben keinen weiteren Kavalleristen mehr. Komm schon! Wenn der vom Pferd fällt, dann haben wir ihn. Oder wir haben ihn auch so, ohne dass das Pferd fällt. So, hoffentlich bitte keine Hippe, bitte keine Hippe, bitte keine Hippe. Okay. Okay. Heute 24-Stunden-Stream. Wie gesagt, 24-Stunden-Stream gibt es dann beim Twitch-Partner. So, da können wir dann einen machen, aber ansonsten sind 24 Stunden halt extrem sportlich, ne? Komm, weg mit dir. Gib einfach auf. So. Hast du gut gemacht mit dem Aufgeben. Und dann hier nochmal, ich bleib mal vor dem anderen, weil ansonsten hauen beide gleichzeitig auf den anderen ein und dann ist der sofort weg. Das ist das Problem mit den NPC-Dingern, Typen. Man muss die immer ein bisschen beschützen, dass sie nicht draufgehen. Aber jetzt sollte ich nicht mehr zwei auf einmal aufnehmen. Dabei. Okay, einer ist weg und der zweite auch. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und Finalkampf. Erald zeigt es allen, auf dem Pferd vor allem. Ohne Hippe packe ich das auch. Das erste Blut gehört meinem Gegner, aber das nächste gehört dann mir, wenn ich nicht zu früh loslasse. Ja, komm, naja. Ich würde gerne die Lanze eigentlich einlegen. Das Problem ist aber immer, dann kann man kaum mehr lenken.
Ich mach dich fertig! Ich mach dich Messer von hinten! Oder Speer in dem Fall. Jawohl! Wir haben gewonnen! Eral ist der Champion! Und dann können wir jetzt einen Eisenhut verkaufen. Aber eigentlich sollten wir auch gucken, ob unsere Leute ihn brauchen. Aber ansonsten können wir ihn verkaufen.